Willkommen zu Hivefleet. Ein Spiel, was ich schon ein bisschen angespielt habe und wofür ich jetzt auch einen Spielslot geklärt habe. Ich werde das da jetzt ein Let's Play zu erstellen und dann fangen wir auch direkt an. So, wer das lesen möchte, ist, sollte sich jetzt aufgefordert fühlen, das Video zu kurz zu pausieren. Und dann beginnen wir mal. So, am Anfang kann man hier sagen, welche Schiffe man mitnimmt. Skylark zu empfehlen. Lightning empfehle ich auch sehr. Und den habe ich umgerüstet. Den nehme ich dann auch noch mit. So. Das reicht sogar schon für meinen Stil aus. Ich habe ja schon ein paar Sachen probiert und nee, man kann Raketen nicht starten, wenn die übereinander gestapelt sind. Ich spiele auf normal. So, genau. Hier wird nochmal kurz gezeigt, was unser Ziel ist. Und wir kriegen jetzt mal einen Pot für unseren ersten Verbündeten, den wir hier aufsuchen werden. So, unser Ziel ist der Atomreaktor hier oben. Da sollen wir hin. Und es gibt hier sechs oder fünf oder sechs Zweikorps. Ich glaube, das sind sogar mehr, als ich jetzt gerade dachte. So. Ja, wenn der Feind uns spottet und ein Signal sendet, wollen die Zweikorps zu uns kommen und Raketen abfeuern. Ich weiß immer noch nicht, weil manche Zweikorps haben, glaube ich, gar keine Raketenfeuer, aber trotzdem Raketen, aber das muss ich mir mal genauer ansehen. So. Genau, Missile Carrier sind die Ns, Aircraft Carrier sind die As. Und genau, 2000 Kilometer können die Aircrafts fliegen. Und ich glaube, 1500 Kilometer die Raketen, beziehungsweise ballistische Raketen, noch weiter, aber nur von Stadt zu Stadt. So, das ist unser Radar. Frühwarnsystem. Ich werde wie folgt fliegen, so nach hier und danach weiter oben. Weil ich weiß nicht, ob wir den Weg hier gehen sollten. Ich könnte auch das Schiffchen hier in den Sand setzen. Und nur mit den Lightning und Skylarks und hier 100% Treibstoff die nach da schicken. Das ist doch eine gute Idee. Wir nehmen die Flotte, schicken die nach hier. In den Sand. So ungefähr hierhin. Machen mal das Bodenradar an, um zu gucken, vielleicht finden wir eine Stadt. Und dann fliegen wir mal los. So, und ich erkläre jetzt mal die Systeme gerade nebenbei. Wir haben hier einmal das Frühwarnsystem Electronic Intelligence. Wenn das Kampfgruppe des Feindes direkt angeflogen kommt, hier in die Nähe, so lalalala, so lang. Dann leuchten die Balken hier auf, wie nah die ist. Fünf Balken, umso näher die ist, umso mehr leuchten auf. Und wenn die ganz nah ist, dann blinkt das auch noch ganz verrückt. Und hier die Zahlen stehen halt für die Richtungen. Weil wir das Radar anhaben, sehen wir zum Beispiel die 0, die ist hier oben. Und wenn die 0 leuchtet, wäre das ungefähr in dem Trichter hier. So. Sector Search ist, man sucht nur in dem Bereich im Radar. Wenn man es ausmacht, dann dreht es die Kreise und sucht überall. Hier kann man einstellen, wo der Trichter quasi ist. Und hier kann man das Bodenradar anmachen. Mache ich an, weil vielleicht finden wir eine geheime Stadt oder wie es heißt. Und dann können wir da landen und kriegen vielleicht da etwas. So. Das Radar bewegt sich einmal rund. Bei Sektorshots macht es, glaube ich, ein paar Mal hin und her. Und dann hört es auf. Und bei unendlich, dann geht es halt, wie der Name schon sagt, unendlich weiter. So. Lineal. Das lässt Kreise zeichnen, beziehungsweise auch die Radii einlesen. Ein Stift habe ich jetzt natürlich nicht angeklickt. So. Gibt eine Notiz. So. Und der Radiergummi ist hilfreich, um die Sachen hier alle zu löschen. So. Hier ist unser Geld.
Hier unten sind Repair-Parts, die wir haben, wenn wir eine Flotte so zerstören können, welche erbeuten. Und hier ist nochmal ein System, das zeigt an, wenn Flotten in der Nähe sind, die Wärmesignaturen, Infrarot, so nach dem Motto. Hier kann man auch fokussieren, dann sieht man den Bereich hier. So, wir haben ja noch ein bisschen Weg übrig. Hier ist die Flotte an sich. Da kann man dann die einzelnen Schiffe hier, wenn man drüber hovert, ansehen. Werden auch Beschädigungen angezeigt. Wenn ich zum Beispiel auswähle, kann ich die dann losschicken. So. Das Rad gibt an, wie viel Treibstoff die Flotte hat. Wenn ich zum Beispiel hier 20, 25% in Lightning losschicke, 86 Kilometer Reichweite und bei 100% müsste die deutlich größer sein eigentlich. Moment, das war die Aufklärungsreichweite. So, 25%. Da sieht man es. Der äußere Kreis ist die Reichweite. 500 Kilometer bei 40%. Bei 100% 1400. Machen wir jetzt nicht. Machen wir gleich. So, hier leuchtet irgendwas auf. Das wird aber wahrscheinlich ein Felsen sein. Zu Geheimstätten führen oft Straßen. Aircraft Group. Kann man hier dann auswählen. Kann dann die Bomben hier, die aufploppen, anklicken und die dann irgendwo hinschicken. So. Die hier sind optischer Natur. Ob die Turbinen an sind, ist grün. Ich glaube, gelb, wenn die so auf Standby sind. Und man sieht hier die Moral. Wenn die Schiffe weniger Moral haben, beziehungsweise kaum mehr Moral haben, dann streiken die quasi. Temperaturmesser, Uhr. Und hier können wir um Hilfe fragen nach Support, Geld oder Informationen. Hier oben können wir Raketen auswählen und sagen, bitte nach hier und dann starten, dann fliegen die eine nach der anderen los und das dauert auch eine Weile, bis die andere zweite Rakete abgeschossen wird. So, genau, und ich trenne jetzt mal die Flotte auch auf, hätte ich ein bisschen früher machen müssen. Wir nehmen nicht allzu viel Treibstoff mit, gerade so, dass es reicht. Weil dann hat die Flotte hier noch genug Treibstoff, um nach da zu kommen. So, ich habe ein bisschen Flott-Shift gedrückt. Wir kämpfen gegen zwei, ja, Bomber, würde ich behaupten. Die haben zwei Bomben hier, was für die eher jetzt ein Nachteil ist. Weil wenn die getroffen werden, dann tut das ziemlich weh. Aber von oben die Bomben unten zu treffen, ist so eine Sache. Ah, jetzt starten die perfekt. Sehr effektiv ist es, wie jetzt gerade das Triebwerk von denen auszuschießen, kaputt zu schießen. Hätte ich auch, würde ich auch gern lieber machen, als die Bomben jetzt von denen zu zerstören, weil dann bekommen wir vielleicht sogar noch was. So. Ich weiß aber nicht, was ich da bei dem gerade getroffen habe. So, nach der Schlacht gibt es immer hier Trümmer. Die können wir hier anklicken und dann werden die hier entsprechend gesammelt. So, vielleicht kriegen wir was davon. Ein Gift. Damit können wir verhandeln. So. Wir landen mal einen Lightning und schauen mal, ob die Story sich hier entpuppt. So, ich muss hier ganz, ganz, ganz vorsichtig landen. So, wunderbar. Man kriegt hier einen Reparaturbonus, wenn man in den Docks landet. Na, wir joinen mal. Vielleicht ist das nicht das Beste. Ja, wir haben jetzt ein Schiff bekommen, aber
Rede ich von einem Schiff? Zwei. Okay. Es hat uns zwei Schiffe gegeben, aber ob das so moralisch korrekt war, ist mal lieb gesagt dahingestellt. Genau, jetzt können wir hier Daten und können dann die aufbrauchen, um hier Sachen zu. Ich überlege gerade, wie wir am besten von da nach da dann fliegen. Oh, ich mache das Radar aus, nicht, dass uns jemand hier entdeckt. So, genau, hier können wir Kampfgruppen entdecken, taktische Informationen und Handel. So, zweimal taktisch, mache ich am liebsten. Aircraft Carrier und nochmal Aircraft Carrier, okay. So. Ich gucke mal, ob man hier noch ein bisschen mehr auftanken kann. So, dass wir einfach nach hier kommen. Ja. Gut, die sind gelandet, perfekt. Die schicken wir nach hier, kriegen ein bisschen billigen Treibstoff, ziehen die dann hier rüber, da zurück und dann wieder zur Hauptflotte und dann versuchen wir mal hier im Westen den Verbündeten zu finden. Eine Menge Schiffe haben wir jetzt schon bekommen. So, 69%, das kriegen wir doch besser hin, wenn wir die drei hier vorschicken. So. Ich höre schon Raketen, gefällt mir nicht so ganz. Aber mit dem Lightning kann man ja sehr gut hier ausweichen. So, da gibt es nur noch den hier. Feuer hat er schon. Machen wir dir mal ein bisschen mehr Feuer unterm Hintern. Echt. Haut das jetzt nur mal ein paar Triebwerke weg. Mein Feuer hier. Oder auch nicht. Den Generator hat's weggehauen. Wo das ausgebrannt ist, kann ich nicht genau sagen. So, Level up. Was nehmen wir denn? Manövrierbarkeit natürlich. Ja, Auto bitte. Lande mal wieder eins. Ich weiß gar nicht, ob man die Schiffe landen muss, um Story-Elemente zu triggern, aber ich mach das mal. Ganz, ganz vorsichtig, um keinen Schaden zu bekommen. So. Shipworks, Supplies nehmen wir. Einen vollen Tank nehmen wir mit. Und. Boah, die haben ganz schön viel Munition hier, aber nichts, was ich gebrauchen kann. Obwohl. Ne. 180 mm sind es, glaube ich, die ich bräuchte. Für die Jaguar. Die beiden sogar. Gut, dann gibt es nur Treibstoff. Nom nom nom. Sind voll. Ziehen nach hier oben, dann nach hier links, tanken hier nochmal auf und dann rüber. Sollte billiger sein, als nochmal zum Fuel Depot zu fliegen. Aber ob wie viel billiger das ist, kann ich nicht wirklich sagen. Lightning zuerst. So, den haben wir gebrochen, den einen. Oh, da kommt heftiges Feuer zurück.
und ausweichen. Vielleicht nicht in die Schüsse rein, das wäre vorteilhaft. Er brennt schon. Genau, da war es jetzt schon mit dem. Oh, der Schuss ging direkt ins Triebwerk. Perfekt. Ich hoffe, das passiert nicht mit meinen Schiffen. Ja. Ein bisschen Geld gab es jetzt zum Glück. Dann lande ich mal das Schiff. Dann fliegen wir noch zum nächsten Objective. Dann lasse ich die Folge schön ausklingen. So. Ganz, ganz vorsichtig. Butterweich. Perfekt. Keine Story. Schade. So, das Triebwerk wird in 10 Minuten repariert. Mein Respekt. Ja, behalte ich erstmal. Die haben ja kein Verfallsdatum. Bömmchen. So, dann nach hier. 16 Minuten sind wir drin. Die Schlacht wird jetzt auch noch schnell geschlagen und gewonnen. Ah, ich glaube, jetzt ist, weil wir den Dings hier überwunden haben, ist die Überraschung nicht mehr so hoch. Beziehungsweise fällt nicht mehr so hoch aus. So, leveln wir den anderen ein wenig, den anderen Jaguar. Schön auf Abstand bleiben. Ach, dieses Schiff, das Gegnerschiff hat irgendwie immer diese Angewohnheit, sich so extrem zu drehen. Mein Schiff hat die Angewohnheit, sehr, sehr schnell hin und her zu ziehen. Oh, das sieht aber lustig aus. Der brennt ja lichterloh. Ich glaube, ich muss gar nichts mehr machen. Genau. Ich versuch's. Schade. Wäre aber schön gewesen, hätten wir das bisschen Geld noch bekommen. Der hier wird ja auch nur angekratzt. Landen wir den mal trotzdem. 20 Minuten sollte der dann auch repariert sein. Wir kommen ganz schön flott hier rein. Und ganz, ganz, ganz ruhig. Perfekt. Hier kann man nach ein paar Sachen fragen. Ich frage gerne mal nach Hidden Cities. Im Westen von hier. Und wir können hier noch ein paar Sachen kaufen. Und ein paar ist echt gut. Wir können ganz schön viele Raketen hier mitnehmen. Das gefällt mir. Ich hab mal was vor. Wie viel Radarreichweite hat er jetzt? Speichere ich den mal unter MK2.
warte ich mal kurz für 2 Stunden ab, bis das Radar installiert ist. Und ich tanke erstmal auf, bevor ich das vergesse. Ich weiß nicht, ob das reicht. Wenn nicht, müssen wir nach unten fliegen. Zumindest ein Stück. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ah, hier unten sehen wir es doch. Sehe ich doch. Radar, 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 Radar. Gibt es irgendwo Radar? Da, 271 Kilometer. Puh, ja, ist nicht so weit, aber die haben gesagt, im Westen gibt es eine verdammte Stadt, eine Secret. Es wäre wahrscheinlich einfacher, zum Ursprung zurückzufliegen. Ja, dann machen wir das so. Oh. Aber mir fällt auf, ich wollte die Folge ja beenden. Ich wünsche euch allen dann noch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Aber vorher stoppe ich mal.